Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Nun, da du deine Zeit zwischen dem Baum und der Stadt aufteilst, dachten wir, du findest es vielleicht nützlich, wenn wir eine Liste der neuesten Ereignisse für dich zusammenstellen, Liebchen. Ja, Weltenwachstum, Gebäudebau, neue Bewohner, glückliche Bewohner, unglückliche Bewohner, teilnahmslose Bewohner, solche Dinge. Die Freude der Bewohner ist sehr wichtig. Wenn deine Bewohner unzufrieden werden, verlassen sie irgendwann die Stadt. Und wer hört sich dann noch Alambics Geschichten an? Ja, genau. Wir können allerdings nicht alles im Auge behalten. Unser Blick auf die Stadt ist durch die Fenster dieses Hauses ein wenig eingeschränkt. Aber es sollte ausreichen, um dich jeden Tag in die richtige Richtung zu lenken. Stadtzufriedenheit 9%. Okay. 99 Miora über Nacht produziert. Ah! Meine Stadt produziert selber Miora. Das ist ja cool. 7 Gebäude sind gebaut worden und 3 Personen kommen an. Heißt wahrscheinlich, das sind die, die eingezogen sind, denke ich mal. Damit wäre das Thema Hausbau abgehakt. Was brauchen die Leute sonst noch zum Leben? Löcher im Deckel und vielleicht eine Handvoll Blätter im Glas, damit ihnen nicht langweilig wird? Du denkst gerade an Grashüpfer, Alambic. Aber du sprichst ein wichtiges Thema an. Genau wie die Grashüpfer müssen sich auch die Leute irgendwie die Zeit vertreiben. Ansonsten wird ihnen langweilig und sie fressen einander auf. Wieder wie deine Grashüpfer. Das wollen wir nicht. Wir sollten noch etwas für sie bauen. Ein Zoo? Ein Laden? Was entspricht denn einer Handvoll Blätter in ein Glas? Diaria, wie können wir diesen Ort für die Leute angenehm gestalten? Ja, das wird jetzt meine große Herausforderung, so scheint mir. Okay. Nehmen wir erstmal... Ah, 180 Miora. Sehr schön. Und da noch eins. Erhalte ein tägliches Update. Achso, Berichterstattung. Okay. Niedlich. Das ist ja niedlich. Okay, 20 Berichterstattungen brauchen wir, damit das dann hier auch mal weitergeht. Gehst du mal hier raus? Ja, dann. Oh Gott, das wird jetzt, befürchte ich, eine große Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen. Aber okay, bevor ich das übrigens vergesse, ich gehe jetzt mal als erstes zu meinem kleinen großen Freund hier oben. Riechen. Einmal füttern. Irgendwie so ein bisschen was von Tamagotchi. So, einmal kuscheln, mein Großer. Oh. Und nochmal kuscheln. So, dann werden wir uns den Arbeiten in der Stadt zuwenden. Oh je, was ist jetzt los? Ist das ein neues Gebäude? Das sollten wir uns genauer ansehen. Hallöchen, wie geht es Ihnen hier so in neuem Blumenladen? Du sollst mit mir sprechen. Warum spricht die nicht mit mir? Manchmal muss man fragen. Ja, was denn fragen? Die redet ja nicht mit mir. Oh, hallo? Wer bist du denn? Wow, an diesem Ort gibt es so viele tolle Dinge zu sehen, dass ich dich gar nicht hab kommen sehen. Cool. Ein Restaurant. Ah, dafür hatte ich aber, glaube ich, noch nicht alles da. Ne? Schläft in der Sonne ein. Ja, das ist super, wenn man ein Restaurant führt am Tag. Bewahrt unter Druck die Ruhe. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt sehe ich wieder nichts mehr. Komm mal her. Oh, hey. Sieht sich gerade nur ein bisschen um. Nein. Ach, Mann, ich wollte mit dir reden. Eigentlich wollte ich nicht mit dir reden, aber das sieht so geil aus. Das Gesicht irgendwie. Ich bin nach Alaria gekommen, um mir euer neues Gästehaus anzusehen. Nicht unbedingt, um dort auch zu bleiben. Ja, wir kennen diesen Spruch. Okay, dann einen guten Tag noch. Ich bin dann mal weg. So, was haben wir denn hier noch? Hallöchen. Ich habe gestern einen guten Freund an meinem Pony üben lassen. Deswegen suche ich heute nach jemandem, der sich diesem Kunstwerk annimmt.
Könntest du mir eine Ersatzfrisur bringen? Oh, das ist fantastisch. Ich bin schon... Ach so, Pony. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ja. Dann geben wir dir den Dutt. Eigentlich würde ich den gerne behalten, aber dann geben wir dir den. Bitteschön. Ich kann nur leider nichts sehen. Ich kann mich nicht drehen. Okay, viel besser. Natürlich schätze ich die Bemühungen meines Freundes. Aber diese Frisur gefällt mir viel besser, weil ich nicht mehr wie ein Spinner herumlaufe. Danke. Dir ist aber schon klar, dass du, glaube ich, eben meine Frisur gehabt hast, ne? Die Steampunk-Brille, die sieht ja mal cool aus. Okay, erstmal... Ach so, nee, ich dachte, wir konnten auch noch was beanspruchen. Also... Das ist erstmal das Gästehaus, da können wir auch direkt mal gucken. Guten Tag, Frau Dame. Hallo, na du? Ja, hier nimm das, ist vielleicht nicht so günstig. Oh, Gesundheit. Masuzzi ist gerade richtig gut gelaunt. Hoffentlich teilt Masuzzi die gute Laune mit allen anderen in der Stadt. Ja. Sollte ich dir vielleicht Medikamente geben oder so? Ich meine, immerhin ist er am Niesen. Wobei, wegen einmal Niesen sollte man jetzt keine Medikamente nehmen, muss man dazu sagen. Okay, können wir die öffnen? Klopf, klopf. Okay, hier wohnt natürlich noch keiner. Ich dachte, vielleicht können wir das jetzt selbst gestalten oder so. Anscheinend nicht. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Also, ist schon ganz cool gemacht, muss ich sagen. Dich kennen wir schon. Was ist mit dir? Kleines Haus leerstehend. Das heißt, hier auf der anderen Seite ist die Bäckerei, ne? Wo ist denn hier die eine mit der Bäckerei? Wo bist denn du? Du bist es nicht, aber mit dir kann ich auch reden. Oh, perfekt. Vielleicht kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden. Ich habe viel über die Stadt gehört, die in den Wurzeln des magischen Baumes liegt. Du siehst aus wie eine Bibliothekarin, wetten? Das musste ich einfach sehen, also bin ich hier. Nee, hier geblieben. Wollen wir reden? Weißt du was? Stimmt, hier leben wirklich die glücklichsten... Ja, das ist ja alles schön und gut. Hallo? Ein Café? Ja, ich habe keinen Café. Tut mir leid. Du kannst zwar gerne hier anfangen und. Oh, ich werde es aber auch nicht los, das mal wieder zu klicken. Peyton, das ist auch neu. Okay, wollen wir reden? Hat auch viel über die Stadt gehört. Ich glaube, das brauchen wir uns gar nicht mehr so anzuhören, durchzulesen, weil es irgendwie... Immer das Gleiche ist. Auch Traumjob-Café. Och, Leute. Ernsthaft jetzt. Ernährung, Kreativität. Ist ein Hundeliebhaber. Das ist immer positiv. Dich kennen wir schon, ne? Du bist Patrice. Okay. Wollen wir reden? Die Stadt hat jetzt wunderschöne Bögen. Eigentlich nur den einen, den ich hingestellt habe. Was für eine wunderbare Entwicklung. Kann der mal aufhören, hier die ganze Zeit so rum zu teleportieren? Oh... Wo ist denn jetzt die eine? Ist die weg oder was? Och Mann. Was ist mit dir? Warum kann ich nie mit dir reden? Ich möchte mit dir sprechen. Oh, wieso ist das verbuggt? Och Leute, ernsthaft jetzt? Ich wette, dass ich da jetzt irgendwas machen muss, damit sie sich wohler fühlt. Und das kann ich nicht machen. Weil, ich nicht mit ihr reden kann, weil das verbuggt ist. Mann, hier ist dieser neue. Dieser komische Typ. Restaurant. Achso, ja, da wollte ich jetzt auch mal gucken, ob ich jetzt eventuell was Neues freigeschaltet bekommen habe. Aber ich denke mal nicht, ne? Bibliothek. Aber die, dafür habe ich noch nicht alles. Stadtgarten, Blumenladen. Theoretisch könnte der ins Gasthaus gehen, aber gut, das ist kein richtiges Restaurant, ne? Und die von der Bäckerei, die finde ich nicht. Die kann ich... Oh, nein, nein, nein. Nein, ich will nichts bauen. Winnie braucht ein Zuhause. Patrice ist arbeitslos. Sie ist Gastwirt, Floristin. Kaffee. Och, nee, ne? Ja, ihn könnten wir jetzt theoretisch einziehen lassen, aber wir haben ja jetzt nichts mit Kaffee oder so. Bäckerei.
Angestellte zuweisen. Da haben wir jetzt leider nur die hier. Moment, Bäckerei-Ernährung. Also, ja gut, aber Kaffee und Bäckerei, das ist ja nicht das Gleiche. Das ist ja schon irgendwie... Ich weiß nicht. Wieso bin ich jetzt hier so reingezoomt? Ah, jetzt. Und ich habe ja auch nicht so viel Platz, glaube ich, um tatsächlich was bauen zu können. Kleines Haus, oder könnte ich... Ah, Moment, hier könnte ich noch eins hinstellen. Da können wir jetzt erstmal jemanden einziehen lassen, wo wir noch nicht so genau wissen, ob wir für den überhaupt irgendetwas bauen können oder so. So. Verwalten. Das. Bewohner zuweisen. Ja, er braucht halt ein Zuhause, ne? Okay. Die Dürre ist nicht zum Essen. Ja, das, da gehe ich mal von aus. So, was haben wir denn hier? Sag mir bitte, dass wir... Nein. Laternenmast. Das ist zwar alles schön und sieht auch schön aus, aber ich hätte gerne Miori, weil ich möchte gerne bauen. Und abreißen vor allen Dingen. Ich schätze... Was ist denn das hier oben erstmal? Das wollte ich erstmal gucken. Festtagsplatz. Okay. Muss hier... Oder kann hier was gebaut werden? Moment, was ist das? Eine schreckliche Seuche hat das Land heimgesucht. Unsere Bemühungen scheinen ihr keinen Einhalt zu gebieten. Sie gräbt sich unter Mauern hindurch und wächst schneller, als jedes Werkzeug sie stutzen könnte. Ihre bloße Nähe raubt einem jegliche Energie. Doch am schlimmsten ist, dass sie Kraft aus dem Miura zieht. Ich fürchte, dass unsere Alchemie gegen sie machtlos ist. Okay. Entdecke Tagebücher. So, hier haben wir auch wieder was Neues. Ich brauche Miura. Ich brauche Miura. Nein, ich bekomme niedliche Pilztapeten. Okay. Das habe ich gelesen. Da war ich schon. Achso, das kann ich nur aufheben. Können wir das hier vielleicht wegmachen? Dann glitzert es wieder so komisch. Ah! Okay. 270. Willst du mich veräppeln? Oje, oje. Muss ich echt nochmal... Ja gut, wir können nochmal zu dem einen Planeten hingehen. Hier können wir ja leider nicht helfen. Das ist so doof. Moment. Nee, er war das mit dem Kaffee, oder? Komm her. Peten. Ja, er war das mit dem Kaffee. Schätze, die eine ist tatsächlich gegangen. Da bin ich jetzt aber wirklich sehr enttäuscht und vor allen Dingen traurig drüber. Hier oben könnten wir zur Not noch was hinbauen, oder? Entfernungskosten. Kleiner Steinhaufen. Ach so, wenn man den Steinhaufen entfernt, würde man ja theoretisch dann auch wieder Platz bekommen, um was bauen zu können, ne? Da unten geht es auch weiter. Mal gucken. Ich habe mich hier noch gar nicht so genau umgesehen. Wasser. Oh Gott, das ist ja riesig hier. Oh, dieser freie Platz bringt mich auf eine Idee. Wir haben ein paar hübsche Blumen und kuschelige Tierchen im Immerbaum gesehen. Warum bringen wir nicht ein paar von ihnen in dieses Naturschutzgebiet? Dann können wir mit ihnen kuscheln, so oft wir wollen. Und auch die Blumen bewundern, schätze ich. Tolle Idee. Wir können auch bestimmen, welche Baum- und Grasarten hier wachsen, solange du entsprechende Früchte und Futter im Rucksack hast. Na gut. Mich interessieren aber vor allem die kuscheligen Tierchen. Okay, also wir haben ein Naturschutzgebiet entdeckt. Das ist natürlich schön. Aber gibt uns sicher wieder keine Mioras, oder? Nein, einen Strauchplatz. Ich brauche was, damit ich den Mist hier alles wegräumen kann.
aber es ist schon ein schönes Naturschutzgebiet, muss man sagen. Hier unten sieht es eher nicht so schön aus. Gehen wir erstmal wieder da hinten zurück. Da kommen wir auch nicht weiter, weil ja alles zu ist, oder? Okay, das ist abgesperrt. Da können wir anscheinend auch jetzt noch nichts machen. Ah, hier kann ich angeln. Ja, cool. Hier ist noch alles abgesperrt. Und es wirkt auch ziemlich kalt hier. Ich wollte gerade sagen, da war doch gerade irgendwas. Okay. Ja. Also, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass wir da angeln können. Hier können wir auch nochmal hochgehen. Kommen wir wahrscheinlich nach Hause oder so. Nicht ganz. Dann kommen wir wieder hier rein. Okay, aber ich würde normalerweise sagen, solange wir hier nicht, also noch ein bisschen Platz zumindest haben, sollten wir auch nicht die Mioras ausgeben, um das frei zu machen. Was haben wir denn hier? Eine Brücke? Okay, jetzt musst du dich verstecken. Nein? Okay. Ach, das war ein Immerkind. Ah! Ja, cool. Am besten immer, wenn man irgendwas sieht oder findet, draufklicken. Oh, das sind ja coole Haare. Geflochtene Pferdeschwänze. Ja, cool. Hä, wo ist meine Liste? Eigentlich müsste ich jetzt hier eine Liste haben, wo drauf steht, wie viele Kinder hier in der Umgebung sind. Boah, ist das weitläufig. Da kann man ja noch wirklich eine ganze Menge machen hier. Das sind die Grenzen, denke ich mal, die hier so abgesteckt sind. Frage ist nur, wie können wir die erweitern? Aber ich denke mal, das passiert eher dann automatisch. Da kommen wir noch hoch. Juhu. Da geht es noch weiter hoch. Okay. Hilfe! Wo komme ich denn hier hin? Ah! Moment. Ach nee, ich muss interagieren, ne? Ah, ich bin auch wieder. So, Eisenschlüssel. Okay. Ui, wofür der wohl sein mag? Was haben wir denn hier alles? Uralte Münze. Ja, cool. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal ein bisschen umherzuwandern und Sachen zu entdecken. Kammer der Suche. Frage ist nur, hier können wir nichts machen, ne? Wahrscheinlich wird das später erst freigeschaltet. Aber gut, ist schon mal, oh, ist schon mal gut zu wissen, dass wir da rum können. Ich denke mal, dass wir auch irgendwo eine Karte haben. Oh. Ja! Das ist irgendwie cool. Hui, nein. Hui. Können wir uns das Dorf... Na, eigentlich nicht das Dorf von oben angucken, aber... Oh, und da ist jetzt noch... Da ist noch ein Bau nach oben. Hier ist noch irgendwas anderes, was wir entdecken können. Und hier ist Datum, Alter. Aha. Okay. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das so sein sollte, dass ich das jetzt alles erkunde, aber wir machen es trotzdem mal. Okay. Oje, oje. Was ist das denn? Geheimes Testgebiet. Ach du Schande. Nee, testen will ich nicht. Ich gehe mal wieder hier raus. Ui. Sind irgendwelche Blubberblasen. Hier kann man wieder angeln. Ach, hier sind wieder die Grenzen. Aber das ist, glaube ich, die Brücke, wo wir eben rübergekommen sind. Boah.
Ja, okay. Da muss man sich erstmal wieder zurechtfinden. Aber es kann sein, dass man eventuell mit. Kann man damit was machen? Bereit zum Einfordern. Entdeckte Orte. Okay. Es kann eventuell sein, dass man dann da auch direkt hinporten kann mit dem. Mit dieser Tür. So, Moment, das ist. Ach so, okay, das ist jetzt mein Zuhause. Die Grotte. Sollte ich eigentlich nicht eben noch nach Hause kommen und irgendwas abholen, hatten die gesagt? Kann ich mit dir sprechen? Wunderschöner Tag dafür, nicht wahr? Ach so, Alchemie. Ja, das könnte man natürlich theoretisch auch machen. Gewöhnlich und so weiter. Ist die Frage, brauchen wir die Sachen noch? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nur, dass wir dann das Zeug brauchen, was dann da rauskommt. So. Okay. Da ist übrigens noch eine Tür, sehe ich gerade. Kann man auch durch? Oh. Ah. Jetzt weiß ich, wie die so schnell dahin gekommen sind. Okay. So. Das muss man dann alles selber noch rausfinden. Ja. Ach so. Wir müssten einmal. Kann ich das da oben eigentlich freimachen? Ich glaube nicht, oder? Was haben wir denn jetzt hier alles? Wiesenquartiere, Naturschutzgebiet. Aber mehr zeigt er uns jetzt auch nicht an. Hier können wir jetzt aber nichts mehr machen, so wie es aussieht, oder? Ich gehe da jetzt nochmal hin, um zu gucken. Ah, Moment. Ist da jetzt ein neuer Bereich? Entweder bist du geschrumpft oder diese Welt ist gewachsen. Du bist doch nicht etwa kleiner geworden, oder, Liebchen? Oh, ein paar der Bäume und Gräser können geerntet werden. Pass auf, dass du dir nur so viel nimmst, wie du brauchst. Da ist auch ein Tierchen. Ist das lieb oder böse? Okay. Da das jetzt nur die sind. Moment, das war auf 8, ne? Ah, bleibst du doch mal da, wo ich dich holen kann. Nicht weglaufen, schon gar nicht da hinten hin. Den kann ich fällen. Wieso sollte ich den fällen? Nein, ich will den nicht fällen. Moment, den können wir, glaube ich, ernten, oder? Er will nicht geerntet werden. Ach so, okay, man muss nur auf der richtigen Seite stehen. Okay. So. Sehr schön. Ach, da hinten geht's weiter. Ah. Und was ist mit dir? Guten Tag. Möchte einmal mit dir spielen. Hallo. Und den Bauch streicheln. Ja. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt in die andere Welt wieder zurück können, weil das Portal ist ja irgendwie nicht mehr da. Und die Immerlinge sind ja jetzt auch mit zu uns gekommen, deswegen bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber was natürlich cool ist, alles, was wir da letztendlich gelernt haben, können wir jetzt hier in dieser Welt anwenden. Da war doch gerade noch was. Ja. Da kriege ich aber keinen. Ich will das nicht. Ich habe dann das Gefühl, dass ich ja alles kaputt mache, deswegen. Okay. Nein. Ich will mal weiter. Hallöchen. Bist ja noch so ein süßer Fratz. Einmal streicheln. Weil der hat eine andere Farbe.
Oder? Nee, Moment, die da hinten. Da hinten lief jetzt einer rum, der war auch. Aber ich dachte, der erste, den ich hatte, war der nicht so ein dunkel lila? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Bleib doch mal stehen. So, sehr schön. Was haben wir denn hier alles? Oje, oje, oje. Gut. Pflanzen wir erstmal was. Okay. Nochmal. Aber der bleibt da hinten. Nee, falsch. Der bleibt da hinten. Macht er nicht mit? Der macht da nicht mit. Ich meine eigentlich, der kommt da nicht mit. Haben wir denn hier noch irgendetwas Neues? Weil sonst würde ich nämlich fast sagen, dass ich den Rest jetzt hier erstmal offline bearbeite. Ich meine, ihr wisst ja, worum es geht. Ihr wisst ja, was passiert, wenn man die Sachen ein... Nee, falsch rum. So. Wenn man die Sachen einsammelt und alles. Und das dauert halt eine ganze Weile. Und ich möchte jetzt die Folge, ehrlich gesagt, auch nicht überziehen hier. Oh, jetzt ist... Nee, okay. Fußabtreter, okay. Ja, also ich würde sagen, dass ich dann die Sachen erstmal offline noch ein bisschen hier einsammeln werde. Und wenn etwas dazugekommen ist, was wir noch nicht kennen, dann werde ich das natürlich dazu schneiden. Oh, hier ist ein kranker Kleiner. Oh, schaut, ein kleiner Süßi-Spazi. Ein was? Ein Baby-Schnupsi-Pupsi. Hier in der Welt, die wir erschaffen haben. Ein kleiner Rumpelpumpel. Oh mein Gott, aber sonst geht es noch. Ist das überhaupt noch eine Sprache? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch gerade. Oh, aber der perfekte kleine Engel wurde von der Dürre befallen. Beeil dich, Gameplayerin. Befrei den armen Knuffelpuffel von diesem widerlichen Zeug. Ich glaube, Diara möchte, dass du diese ungewöhnliche Kreatur sauber machst. Ja, das könnte eventuell sein, dass sie das meinte. Vielleicht kann das Tier dann wieder auf eigenen Beinen stehen. Und Diara spricht wieder eine Sprache, die ich auch verstehe. Und wie mache ich das? Du meine Güte, schau es dir an. Ich habe mich verliebt. Ich habe jetzt nur E gedrückt. Das scheint gereicht zu haben. Ja, auf jeden Fall ist das nochmal etwas Neues gewesen. Und ja, mit dem Rest mache ich dann jetzt offline nochmal weiter. Oh je, oh je. Wenn ich das hier so sehe, die sind hier alle verletzt. Achso, ich muss E drücken. Mit dem Maus, das reicht nicht. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur mal kurz zeigen, dass es hier noch sehr viel mehr gibt. Ach, da oben hängt das schon. Da oben habe ich nämlich auch gerade noch einen gesehen. Und die armen Süßen hier sind alle... Warum bin ich zu müde? Was für ein schneller Abgang. Katsumi hat sich Sorgen gemacht, dass du dich in der Dunkelheit verläufst. Lass uns morgen früh zum Baum zurückkehren, okay? Nee, ich finde das überhaupt nicht okay. Katsumi, was erlaubst du dir eigentlich? Ich wollte denen noch helfen. Ja, kannst du doof gucken. Das fand ich jetzt nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Na gut. Also nicht gut, weil ich bin leider nicht fertig geworden, obwohl ich ja so gut wie alles da gemacht hatte. Ausgezeichneter Einsatz heute, findest du nicht? Wir waren beide überaus beeindruckt. Ja, wie man es nimmt, ne? Okay, dann werde ich wohl dazu gezwungen, diese Episode für heute auch zu beenden. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ach übrigens, wie geht es deinem Magen, Alambic? Ich verstehe nicht ganz. Bei all der voranschreitenden Arbeit wird es viele ungewöhnliche Sachen geben, die zu Essenzen umgewandelt werden müssen. Keine davon kann schlimmer als unsere gescheiterten Samenexperimente sein. Wenn überhaupt, freue ich mich schon darauf. Einige dieser Essenzen sind ziemlich lecker. Und wenn ich erst einmal anfange, kann ich gar nicht mehr aufhören. Alchemistische Essenzen.